Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zurück im Knast. So, geht's im Zellenblock. Machen wir doch. Okay, Zellen öffnen. Oh, jetzt gibt's wieder auf die Fresse gleich. Ich suche die Zellen und stelle illegale Bestände sicher. Okay, 2. Tilo the Girl. Okay. Alles da gelassen, du Arschloch. Also entspann dich. Kevin Miller. Schönen Tag noch. Jetzt haben wir den 6. Bruce Martinez, yo. Das ist ganz geil, dass ich das jetzt sehe, ne? Wo er was hat. Außer hier. Er hat nichts. Warum hast du das gemacht? Ich wollte eigentlich den Werder bestrafen, aber geht nicht. Comida! Cobraran! Nora! Ich will dich bestrafen. Arschloch. So, was hatten wir jetzt noch? Bruce Gomez. Was für Arschlöcher, ne? Freizeit. Dusche reparieren, okay. Wir haben mal was Neues. Manchmal machen Gefangene den Duschkopf kaputt oder verstecken ihre Schmugglerware oder gestohlene Gegenstände darin. Gehe zum betroffenen Duschkopf und hebe ihn auf. Schauen Sie sich um ihn zu untersuchen. Nimm den Gegenstand vom Verdächtigen oder beschlagnahme ihn und setze den Duschkopf wieder an seinen Platz zurück. Der Duschkopf wurde repariert. Nein! Was ist das? Ja, ne? Kann auch mal eben eine Dusche nehmen, oder?
Geh zum Gefängnishof. Ohne Wiederhocken. Du denkst an Amatis hatte noch bad. Oh, come on. What come on. Ich kann ja, ich will jetzt mal gleich was versuchen, wenn die sich da irgendwie streiten, ob ich da irgendwie was sagen kann. Ohne Wiederhocken. I can turn my baton into soon. Du bist so abgrundtief hässlich. Komm mal, wie fällt die nach? Die Wärter hier sind teilweise ganz schöne Wichser. Irgendein Problem? Ja, ich habe dich. Alter, er ist ein Frosch. Na, kleiner Froschmann? Du wirst für dein verwerfliches Verhalten bestraft, was euch getan haben. Du wirst in Einzelhaft versetzt. Da habe ich jetzt mal Bock drauf. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ich will ihn irgendwie immer noch. Labido Makati. Arschloch. Eigentlich müsste ich dir nochmal in die Fresse kloppen. Fall. Was? Achso, dein Arsch juckt. Ja, duschen wäre eine Option. Immer schön locker flockig durch die Hose atmen, Jungs, ne? Ich bin der Mann mit dem Knüppel. Komm, wollen wir noch mal ein bisschen? Wenn wir gerade hier sind, warum nicht, ne? Ja, zieh durch! Wie gesagt, da krieg ich jedes Mal GTA San Andreas Flashbacks, ey. Wo man sich ja auch so aufpumpen musste. Was heißt musste, aber konnte. Umso stärker wurde man, umso mehr Ausdauer hat man gekriegt. Aber man hätte es auch lassen können. Ich weiß doch damals, ey, ich habe immer eine Mission gemacht. Dann bin ich ins Fitnessstudio. Hab trainiert und danach bin ich ins Haus und hab gespeichert, weil du musstest da noch selbst speichern. Das war noch nicht so, dass nach jeder Mission gespeichert wurde oder ne, an irgendwelchen Stellen. Also diese Speicherung von heute, diese automatische, gab's da noch nicht. Also war das immer so mein Tagesablauf. Eine Mission machen, einmal ins Fitnessstudio, falls der Charakter essen musste, wieso gegessen? Gehe in den Durchsuchungsraum. Ja.
W-Bombe, Alter, dann flipp ich aus. So, prüfe die Dokumente. So, Fingerabdrücke stimmen überein, die Nummer stimmt überein, Block A. Trevor Raskol... Was? Raskolnikov. Okay. Block A. Tschüss. Du willst verdammt sein. Warum? Wenn du Glück hast, kommst du hier gleich raus. Die 8. Smith. Ricky Smith. 87, 87. Alles klar. Du darfst. Das war's schon wieder, wa? Dann könnten wir ja eigentlich nochmal gucken. Warte, bis Bruce Martinez Kamera hat. Er hat ja gesagt, das dauert ein bisschen, ne? Krankenstation. Auf der Krankenstation möchte mir jemand was verticken. Oder kann jemand was verticken? Da gehen wir doch mal hin, oder? Mit dem kann ich nicht sprechen. Dem geht's wohl nicht so gut. Oh! Fucking Geister! Geister! Was ist denn hier los? Alter, kann jemand mal die Ghostbusters rufen, oder was? Gut. Ich könnte gefängnismäßig noch mal was. Krankenstation. Büro des Direktors. Guck mal. Warden Master 69. Toiletten. Waschbecken. Bettgestell. Ja, grünes Bettgestell. Aber ich möchte nicht wissen, was es kostet, ey. Niveau 12. Ich bin erst in Stufe 10. Was ist das hier? Ein Eisenbett. Was haben wir denn? Aktuell ist, ja, renoviertes Gestell, neues Gestell, Luxusgestell, Marmorgestell, ein Eisenbett. Ein Pappbett. Okay. Gut, keine Betten. Oder? Ah ne, da ist zurück. Bettwäsche. Stimmt, da hatten wir ja auch welche. Die waren auch so schweineteuer. 1%, weißt du, das Ding ist. Nö. Ah, können wir noch nicht. Stühle hatten wir. Können natürlich die auch. 1%. Wie wär's mit dem Schrank? 1000 Flocken? Oder neue Gitter? Also die Stahldinger wären schon gut, aber 3 Scheine, ne? Guck mal, Werkstatt. Wir können natürlich auch mal Arbeitsstation Hammer. Entweder graden wir es ab.
wir kaufen noch eine. Können wir mehr Geld verdienen. Ne? Weil. Weil. Natürlich, weil wir dann mehr Leute haben. Glaube ich. Vorher haben wir mal 5 mitgenommen, müssen wir nur 6 mitnehmen können, oder? Soweit die Theorie. Soweit die Theorie. So, moin, Tag vorbei. Komm mal her jetzt, ja. Gefängnisausrüstung plus 2. Aber irgendwie Respekt von den Wachen verloren, Respekt der Gefangenen verloren. Warum? Ich habe gerade was gekauft. Na gut, nee. Werkstatt, ne? Das ist ja eher mehr, um Geld für mich einzunehmen. Mögen die vielleicht nicht. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, ein Abo, empfehlt mich weiter. Schreibt was in die Kommentare. Wer Bock hat, mich zu unterstützen oder auf den Discord zu kommen, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ey.